Was macht dann den Unterschied zwischen dem Spieler, der es zum Profi schafft, und dem Spieler, der es vielleicht nicht ganz schafft? Was ist da der Unterschied? Für mich ist es ein Punkt und es ist ganz klar, was der Unterschied ist, und das ist die Einstellung. Einstellung der Person. Und da brauchen wir gar nicht fragen oder gar nicht reden, wenn du im Rapid-Trainingsgelände stehst. Die Spieler sind überragend. Really Qualität dabei. Aber ich glaube, was den Unterschied ausmacht, ist alles im Kopf. Und wie der Spieler dann mit Situationen umgeht. Wenn es gut läuft, wenn es nicht gut läuft. Wie schaut es aus, wenn ich nicht im Kader bin? Wie reagiere ich dann? Bin ich dann angefressen? Oder ja, für mich ist es meine Einstellung.